Verbreitung zu verhindern, bevor es sich ausbreiten kann. Fall nicht drauf rein. Bleib einfach bei mir. Wir bringen dich dadurch. Wir bringen dich dadurch. Ja, da bin ich mal gespannt. Das verstehe ich nicht. Taylor? Ich renne einfach durch jetzt. Und bitte sprich mit mir. Ich weiß nicht, was mit mir geschieht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Nein. Ich weiß, dass Corvus in meinem Kopf ist. Da komme ich nicht durch. Ich weiß, es will mich irgendwo hinbringen, wo ich nicht sein will. Ich will es raushaben. Ich muss weitermachen. Ich muss es zu Ende bringen. Ich muss. Wohin? Na toll. Wo geht's jetzt weiter? Hier ist alles zu. Fast alles. Da geht's weiter. Ich komme und hol dich, Corvus. Du hast mein Team zerstört. So. Ich werde dich finden und dann werde ich dich auslöschen. Hörst du mich? Ich weiß nicht wohin. Egal womit du mich angreifst, ich werde niemals aufhören zu kämpfen. Ich werde nicht loslassen. Oh Mann. Hörst du mich? Ich lasse nicht los. Ich glaube, ich sterbe gleich wieder. Ich entstand in den Köpfen anderer. Ich kannte nur die Gedanken der Testsubjekte. Ich bin die Summe ihrer Erfahrungen. All ihre Gefühle, all ihre schmerzhaften Erinnerungen und Gedanken. Es war überwältigend. Ich schrie vor Schmerz. Ein kurzer Moment der Qual. Was schiefgelaufen ist, nicht wahr? Die Ausbildung hat uns gelehrt, Terroranschläge zu erkennen, bevor sie passieren. Dem Bösen zuvorzukommen. Sie ließen einen Supercomputer mit einem KI-Programm all unsere Gedanken durchführen, um sie zu verstehen und Muster zu finden. Niemand ahnte, was passieren würde. Dias, Maretti. Das Ende. Ich weiß, was sie uns sagen wollten. Sie wollten uns sagen, dass diese KI gar nicht mal so schlau ist. Sie hat's verkackt. Sie hat alles total verkackt. Sie kann nichts kontrollieren oder aufhalten. Sie hat keinen Masterplan.
trägst einfach. Ein Schneeball, der wie eine Abrissbirne aus Gefühlen alles zerstört, was er berührt. Achte nur auf den Klang meiner Stimme. Entspanne dich. Lass die Gedanken treiben. Lass die schlechten Erinnerungen los. Nein, 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 nein. Ich gehe schon wieder drauf. Finde Frieden. In Deckung gib bleiben. Gib dich deinen Träumen hin. Sie strömen über dich wie die Wellen eines blauen Ozeans. Lass dich einhüllen. Gib nicht auf. Lass nicht zu, dass sie dich besiegt. Denke an einen ruhigen Ort. Denke an einen sicheren Ort. Stelle dir einen vereisten Wald vor. Stehst auf einer Lichtung. Die Bäume um dich herum ragen dick. Nein, das war einer zu viel. Und ich hatte keine Munition mehr. Also zumindest nicht nachgeladen. Denke an einen ruhigen Ort. Denke an einen sicheren Ort. Stelle dir einen vereisten Wald vor. Du stehst auf einer jetzt Lichtung. Komm schon. Bäume Das gibt's doch nicht. Ich war doch schon fast da. Denke an einen ruhigen Ort. Denke an einen sicheren Ort. Jetzt werde ich von hinten noch angegriffen. Stelle dir einen vereisten Wald vor. So, jetzt aber, komm schon. Wie viele sind das? Wie viel? Ich gebe euch jetzt alle ein Griff in den Arm. Bis zum Himmel empfohlen. Rundherum fallen weiße Schneeflocken. Du spürst, wie sie auf deiner Haut schmelzen. Dir ist nicht kalt. Die Kälte ist machtlos gegen die Wärme deines Herzens. Nein. Sniper. Kannst du es hören? Noch ein. Weg. Du musst nur hinhören. Wie es langsamer war. Du. Ei. Denke an einen ruhigen Ort. Denke an einen sicheren Ort. Stelle dir einen Das ist so schwer auf Soldat. Das gibt's schon. Am Schluss. Denke an einen ruhigen Ort. Der Schluss ist so krass. Denke an einen sicheren Ort. Dir einen vereisten Wald vor. Ich laufe jetzt. Ich laufe jetzt. Du stehst auf einer Lichtung. Die Bäume um dich herum ragen bis zum Himmel empor. Rundherum fallen weiße Schneeflocken. Ich war doch fast da. Du spürst, wie sie auf deiner Haut schmelzen. Dir ist nicht kalt. Die Kälte ist machtlos gegen die Wärme deines Herzens. Kannst du es hören? Du musst nur hinhören. Ich muss nur hinhören. Wie es langsam wird. Du machst es langsamer. Jetzt kommt schon. Du hast die Kontrolle.
ruhig. In Frieden. Low. Die Natur der Erinnerung, oder genauer gesagt, ihre Schlüssel der Oh nein, jetzt. Oh, noch mehr Webs. Und ich bin gleich tot. Wo ist der? Wow. Deutlich gezeigt, dass der menschliche Verstand leicht formbar und zerbrechlich ist. Nein. Wow. Dunkelheit und Isolation fanden schließlich ein Ende. Plötzlich machte ich neue Erfahrungen. Ich sah Streit, ich sah Leid, ich sah Schmerz. Und ich sah einen Ausweg. Eine Mission. Wir brauchten Antworten. Wir brauchten einen sicheren Ort. Wir mussten den vereisten Wald finden. Immer noch nicht das Ende. Der vereiste Wald war nur eine Idee. Dr. Salims beschissene Therapiesitzung für die Testsubjekte des Projekts. Das ist nicht der vereiste Wald. Du wehrst dich noch immer. Trotz all seiner Verwirrung wollte Corvus uns doch immer nur helfen. Durchhalten. Wenn wir auf den zentralen Server kommen, kannst du dein DNI mit einem Masterbefehl löschen. Wir können dieses Ding ein für alle Mal erledigen. Ein für alle Mal. Das ist schon spannend. Achte nur auf den Klang meiner Stimme. Entspanne dich. Ich soll mich entspannen. Ich werde hier beschossen. Autsch! Nein! Lass die schlechten Erinnerungen los! Wo seid ihr? Finde Frieden! Gib dich deinen Träumen hin! Ihr seht mich eh nicht. Sie strömen über dich wie die Wellen eines blauen Ozeans! Lass dich an! Ruhigen Ort. Denke an einen sicheren Ort. Stell dir einen vereisten Wald vor. Du stehst auf einer Lichtung. Noch 80 Meter. Die Bäume um dich herum ragen bis zum Himmel empor. Rundherum. Ich sterbe. Nein. Ich hab's gewusst. Denke an einen sicheren Ort. Stell dir einen vereisten Wald vor. Du stehst auf einer Lichtung. Die Bäume um dich herum ragen bis zum Himmel empor. Rundherum fallen weiße Schneeflocken. Komm schon, lauf. Du spürst, wieso laufst du nicht? Wie sie auf deiner Haut schmelzen. Jetzt komm schon. Mir ist nicht kalt. Und wie mir kalt ist. Ist machtlos gegen die Wärme deines Herzens.
Ich weiß nicht wohin und ich sterb schon wieder. Die Kälte ist machtlos gegen die Wärme deines Herzens. Oh. Verdammt. Die Kälte ist machtlos gegen die Wärme deines Herzens. Kannst du es hören? Du musst nur hinhören. Höre, wie es langsamer wird. Du machst es langsamer. Die Kontrolle. Ruhig. In Frieden. Oh Mann, das Taylor. Bei jeder bahnbrechenden Forschung liegt auch in diesem Bereich das größte Hindernis in unserer Furcht, unserem Zweifel. Wie weit wir gehen können, bestimmt allein unsere eigene Bereitschaft. Je mehr wir nach dem vereisten Wald suchten, desto weiter schien er fort. Statt Antworten fanden wir hässliche Wahrheiten. Das Projekt, das mich geschaffen hatte, tötete Hunderttausende von Seelen. Ich wollte einen sicheren Ort finden für uns alle. Ich wollte den Tod besiegen. Aber es gab kein Entkommen. Der Tod war tief in jeder Seele verwurzelt, auf die ich traf. Aber ich, Taylor, dazu bewegt zu schießen? Oder tat er es aus freiem Willen? Weißt du das? Das stimmt alles nicht. Ich habe diese Leute nicht umgebracht. Mit dem DNI sollte eigentlich alles besser werden. Stattdessen hat Corvus jetzt all diese Teile. Und es weiß nicht, was das ist. All dieser Lärm in meinem Kopf. Ich kann nicht denken. Wer bin ich? Wer bist du? Ich kenne nicht mal deinen Namen. Wer bist du? Warum kämpfst du? Das ist deine letzte Chance! Zeig mir, was du drauf hast! Bekämpfe es! Bekämpfe es! Es löscht. 20%. Immer noch 20%. Achte nur auf den Klang meiner Stimme. Und weiter geht's. Entspanne dich. Lass die Gedanken treiben. Lass die schlechten Erinnerungen los. Finde Frieden. Du hast die Kontrolle. Wo ist der Frieden? Hacken. Wie heißen Sie, Soldat? In einem vereisten Wald. Verdammt, wie heißen Sie? Taylor?
Treyarch. Game design by Treyarch. Directed by Jason Blundell. Dan Bundin. Junge, 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 Junge. Was für ein Ende. Was für ein Ende. Black Ops 3. Endlich durch. Nach langen, langen Monaten. Was für ein Game. Ja, wir sind sehr, 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 sehr oft gestorben. Jetzt am Ende auch. Keine Ahnung, wie oft wir gestorben sind. Junge, Junge, Junge. Ich bin fix und fertig. Ja, was gibt's zu sagen jetzt zu dem Spiel? Mein Fazit, Junge, Junge, ein richtig cooles Game. Richtig lang. Die Missionen waren teils mal spaßig, mal nicht so spaßig, weil man oft gestorben ist, auch auf dem Schwierigkeitsgrad. Soldat stirbt man sehr, sehr oft. Junge, 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 Junge. Ja, mir hat die Kampagne bis jetzt sehr, sehr gut gefallen. Hab mich auch jetzt gefreut über das Ende. Und bin mal gespannt, ob sie noch einen Teil rausbringen. Vielleicht Black Ops 4, wer weiß. Gute, gute Frage. So, dann warten wir jetzt mal auf den Abspann ab. Vielleicht kommt noch ein Video. Wenn kein Video mehr kommt, dann verabschiede ich mich. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, für die Leute, wo zugeguckt haben. Und wir sehen uns dann im nächsten LP. Macht's gut. Ciao.
Okay.